herzlich willkommen zurück zu Hitman. Codename 47. Ja, wir fahren ein paar schon nach unten. Wir haben Folge 11 erreicht. Und letztes Mal sind wir zweimal gestorben. Sind aber ziemlich weit gekommen. Wir haben die Hong ja getötet. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch fliehen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und ich kriege keine Probleme mehr. So, der Kerl müsste ja eigentlich einfach hier so stehen bleiben. Der da hinten höchstwahrscheinlich auch. Und wir müssen in den Fahrstuhl dazu, Li Hongs Privathaus. Das ist die Frage, ob wir das schaffen. Ich hoffe es. Denn so viel Leben haben wir nicht mehr und wiedergeboren werden können wir leider nicht. Das finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man so ein paar Leben hat und wieder, also so wie ein Checkpoint hat halt. Finde ich gar nicht schlecht. Kann ich hier rein einfach? Ich kann einfach hier rein, oder? Ja, ja, ist ja gut. Komm her, Fahrstuhl, komm her. Ich hoffe, jetzt tötet mich keiner. Boah, das wird jetzt spannend, weil letztes Mal wurden wir einfach abgeschossen in dem Ding. Das will ich diesmal nicht. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Das war nämlich schlimm letztes Mal. Da sind wir einfach so puff, 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 waren wir tot. Oder wurden angeschossen, sag ich mal. Hat mich schon so ein bisschen genervt. So, ich warte erstmal. So, wir gehen mal darüber. Gerade fällt noch, die schwingen alle hier so ihre Hände hin und her. So. Wir müssen hier irgendwo hin. Verschlossen. Macht er hier gerade Kampfsport oder so? Na gut. Also ist hier irgendwo Fahrstuhl. Ich suche einen Fahrstuhl. Wir müssen hier da runter. In dieses schöne Meer. Okay, hier haben wir Dingenskirchens. Li Hong ist ja tot. Der ist ja nicht hier. Hier ist ein Wartenschickes. Und da ist wieder der dicke. So, und wo ist hier ein Fahrstuhl? Kann ich hier hoch? Danke. Gut. Und jetzt? Ah, Lichteffekte. Dass es sowas in alten Spielen gibt, ich bin begeistert. Hier muss es doch irgendwo einen Fahrstuhl geben. Oder eine Treppe oder was weiß ich, irgendwas, was nach unten führt. So, ja, ich muss hier zum Steg, aber ich weiß nicht wo. Oder mein Missionsziel müsste doch eigentlich fliehen sie. Ne? Flieh sie zum Rendezvous-Punkt, genau. Und der ist hier. Aha, vielleicht hilft mir das ein bisschen hier. Jetzt komme ich mal rein. Da ist ein Fahrstuhl. Dann gehen wir mal dahin. Okay, das ist dann... Geh mal auf das hier, ich glaube, das ist besser. Einsatzstatus, genau. Nee. Muss doch hier drauf. Map. Nee, das will ich gar nicht. Das da, nein, da. So, der Fahrstuhl ist jetzt links gehen, muss ich anscheinend. Okay, links gehen. Die sind irgendwie so ein bisschen auf Bereitschaft, kann das sein? Oh, vielleicht hier. Da war ich noch nicht. Oder nee, das ist das Bad, stimmt ja. Links gehen. Warum geht er jetzt? Warum ist er jetzt darüber gerannt? Ich will hier, muss ich hin, glaube ich. Warum ist das verschlossen? Was soll denn das? Oh, das ist falsch. Ich bin schon wieder falsch. Ich muss nach da, oder? Machen wir mal nochmal die Karte auf. F ein bisschen, vielleicht habe ich auch Karte auf Map oder so. Ja, ich muss da hin. Okay, Das heißt, ich muss eigentlich... Da, oh. Das ist ja ein Fahrstuhl. Erdgeschoss. Genau. Tschüssi. So, und da ist es... Was war das denn? Grafikfehler.
Ja gut, dann fliehen wir mal. Tschüssikowski! Ich bin genial. Geil. We have spent a lot of money on this, Professor. We want killing machines, not just machines. Will he be able to feel any pain? He should have a lot of pain. It makes people obey orders. Do not worry, he will be perfect. Aha, anscheinend so ein paar Professoren. Killermaschine. Wahrscheinlich bin ich damit gemeint. Erledigt, erledigt, erledigt. Wir sind super. Erfolgreich. Optimal. Ah, der Hund bewegt sich. Ah, gut. Ladelevel. Was haben wir denn? Die Suche nach Uva-Stamm. Sieht ganz schön. Sieht irgendwie so surreal aus, aber gut. Willkommen in Kolumbien. Ihre nächste Zielperson ist der kolumbianische Drogenboss Pablo Belisario Ochoa. Also wieder politisch korrekter Mord. Unser Kunde möchte seinen Aktivitäten ein für alle Mal ein Ende setzen. Ja, so einem kolumbianischen Drogenboss kann ich verstehen. Die genaue Position von Pablos Lager kennen wir leider nicht. Wir setzen sie daher in einem Gebiet ab, das unseren Informationen zufolge in der Nähe des Camps liegt. Pablos Armee sichert das Lager und die gesamte Umgebung. Vermeiden Sie daher so lange jeglichen Kontakt, bis Sie die Zielperson sicher erledigen können, ohne Alarm auszulösen. Pablo benutzt Artefakte als Tarnung für seine Drogentransporte. Wir wissen, dass vor einigen Tagen im Zielgebiet ein Flugzeug abgestürzt ist. An Bord der Maschine befand sich eine gestohlene Reliquie. Finden Sie diese Reliquie und bringen Sie den Eingeborenen zurück, um sich bei Ihnen einzuschmeicheln. Es würde uns doch sehr überraschen, wenn die Eingeborenen nicht einen alternativen Weg in Pablos Camp kennen. Das heißt, wir sollen uns hier mit den, um Pablo zu töten, mit den Eingeborenen ein bisschen hier, ne, die Argentur. Habe ich schon vergessen zu sagen, Diana Burnwood Controller, die Argentur. Will der Hund hier raus, oder? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, der Hund will raus. Gina, willst du raus? Raus, hm? Guckt mich gerade ein bisschen verdutzt an. Das ist ganz lustig. Oh, süß. Ja, komm, komm mal her. Komm mal her. Komm. Ja, komm mal her. Ja. Ja. Leg dich hin. So, mal kurz mit dem Hund geredet. Weiß nicht, ob der raus... Will sie raus? Will sie raus? Willst du raus? Es tut mir jetzt leid. Ich muss mal kurz hier nochmal Enter drücken. Wecken Sie die Götzenstatue. Bringen Sie die Statue in das Dorf des Indios. Ja, sehr interessant. Ich gucke mal kurz, ob ich denn die Tür mit Headset aufmachen kann. Gina, warte. So... Das wird ein bisschen eng. Mal gucken. Muss ich kurz hier Kabel verlegen. Hört sich spannender an, als es ist. So, Tür aufgemacht. Und der Hund ist draußen. Unglaublich. Ja, das war mal ein bisschen Real-Life-Action. Muss ja auch mal sein. Und wenn ihr das nicht seht, ist ja auch scheißegal. So, jetzt haben wir Zeit verloren. Jetzt muss ich natürlich... Honorar 5000 natürlich. Goldene Statue, Größe K50 cm. Also circa. Gewicht circa 18 Kilo. Puh, ganz schweres Gerät. Uah, das wäre riesig. Okay, also, huppa. Boah, jetzt habe ich hier so ein Moskito reingelassen, merke ich gerade. Hund geht raus, Moskito kommt rein. Ich liebe es. Jetzt muss ich mal kurz, ja. Herr Moskito, gehen Sie mal weg, bitte. Dankeschön. Sehr nett. Und muss ich das Ding noch erschlagen, ey. Das ist ja... Ist ja Action hier bei mir. Ist ja unglaublich. Was macht der Moskito hier? Ich meine, es ist... Dieses Tags, ne? Die Sonne scheint. Und bei mir kommt ein Moskito hier rein. Na gut, jetzt hat er sich da hinten ein bisschen... festgesessen. Ist ja ganz okay. Den töte ich dann später. Jetzt erstmal zur Aufnahme zurück. Jo, sieht ja ganz okay aus, aber riesig, riesig sieht das aus. So, wir nehmen den Moosberg Persuader, what the... Klavier seid ihr immer mit. Wir nehmen den
Ja, dann nehmen wir das Moosberg-Ding mit. Wir nehmen die Kalaschmi. Nee, die nehmen wir nicht mit. Wir nehmen die Moosberg mit. Achso, kann man sich mal entscheiden. Kugelsicher Weste nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen dafür sehr viel Munition mit. Ein Dollar kostet 1,50 Stück, kann man mitnehmen. Dann nehmen wir noch, nö, gibt's gar nichts. Doch, die nehmen wir auch noch mit. Ganz viel Schuss nehmen wir damit. So, genug Honorar haben wir ja. Dann laden wir mal das Level. Oh, schön. Und wer seilt sich da ab? Natürlich. Es ist Hitman. Ah, oh mein Gott, das ist ein riesiges Gebiet. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Auftrag gibt bei Hitman. Geil. Finden Sie die Absturzstelle. Das ist leichter als gesagt. Leichter getan als gesagt. Nein, leichter gesagt als getan. Das ist ja ganz schön riesig, das Areal hier ist ja unglaublich. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen orientieren mit der Karte, die wir haben. Mal gucken, ob das mit M geht. Absturzstelle. Wo haben wir dich denn? Hier sind überall Waffendinger, vielleicht ist er da. Das müsste sein, oder? Ich weiß es natürlich nicht. Ich zoome mal hin. Crash Site. Da ist sie. Wo soll ich denn da hinkommen? Das wäre da. Die Richtung müssen wir. Oh, dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Suchen die Crash Site auf. Mal gucken, was diese Persuader war. Ah, eine Schrotflinte ist das. Habe ich die in der Hand? Oh ja, habe ich sogar. Kann aber leider sie nicht wegstecken. Hier ist ein Weg. Ist natürlich wurscht, ich gehe natürlich einfach. Was ist das denn? Wachen in der Nähe wurden alarmiert. Oh! Fuyu! Mister! Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal die Hardballer. Knall einfach alles ab. Zeigst du mir den Weg? Da lang. Gucken, ich gucke aber mal in die Richtung. Jetzt gucke jetzt mal mit der Karte. Halt echt. Ist ja geil. Dankeschön. Man erkennt hier fast gar nichts. Also, ist schon ein bisschen unfair gemacht, aber ganz ehrlich, die finden mich ja auch nicht so schnell. Aber die haben auch bessere Augen, das sind ja Computeraugen. Aber ich finde es einfach. Hat der den gerade den Haufen geschossen? Ach, schießt sich alle gegenseitig über den Haufen. Nein, nein, nein! So, wir nehmen mal so eine Kleidung. Ich meine, warum nicht? Nein, schon wieder tot. So, zweimal gestorben schon. Ich glaube, einmal kann ich noch sterben. Nehmen wir die Schrotflinte. Und dann können wir vielleicht ein bisschen besser agieren hier. So muss ich denn lang. Gucke ich denn in die richtige Richtung? Nein, ich muss darüber. So, darüber muss ich. Geht doch alle sterben! Ernsthaft. Der hat's weggehauen. So, ich nehme jetzt diese Scheißkleidung. Ach du Scheiß. Da fliege ich lieber, ganz ehrlich. Da fliege ich lieber. Ich meine, ich habe 6% Leben nur noch. Ne, da renne ich lieber weg. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Dum 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 dum. So, ich höre ein Heli. Ein Heli-Schropter.
der eine, der findet mich jetzt nicht mehr. Ich gehe mal kurz auf die Karte, mal gucken, ob ich überhaupt in der Nähe schon bin. Oh, ich laufe natürlich genau in die falsche Richtung. Muss ich in diese Richtung gehen? Ja. Ein Schuss und ich bin tot. Das ist halt ein Problem. Leider Gottes. Bin ja auch schwer bewaffnet. Das nächste Mal lassen wir, glaube ich, aber die Schrotflinte weg. Dann können wir nämlich auch ein bisschen ohne Waffen hier agieren. Ja. Bom, bom, bom. Ist die Musik weg? What the? Schon wieder tot. Bin ich jetzt für immer tot? Ja, ne? Ja, Nummer 47 ist tot und die Folge auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal bei dieser Mission. Da werde ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Und ja, tüdelü.